Lieblingsfreunde, willkommen hier SWC zum dritten Tag, glaube ich, vom EU-Cup. Ja, ich hoffe, dass der wenigstens wieder ein bisschen spannend wird. Gestern habe ich mir den Thailand-Cup da irgendwie angeschaut, das war eine Katastrophe. Immer das Gleiche, immer dieselben Faden, Meta-Units, wirklich. Sollte man schon eigentlich gar nicht mehr irgendwie übertragen oder was, weil es ist eh einfach langweilig. So. Livid und Rex hier. Livid ist der Typ, der alle Units auf 100 Resistance irgendwie so gut wie alle Units auf 100 Resistance halt baut. Doom gebannt, Sekhmet gebannt. Enerval pickt irgendwie so gut wie immer irgendwie First oder relativ oft. Khinky und Chroma. Khinky ist, glaube ich, auf Despair, also auf Qual. Ne? Bella und Sagar werden auf Vios sein, logisch. Ja, ich muss mich da irgendwie so ein bisschen ranhalten, ist. Keine Ahnung, ich bin halt. Meine ist eh egal, aber. So übelst hinten nach halt, ne? Was halt irgendwie SWC angeht, ich spiele einfach zu viel Starfield. Nein, tue ich nicht, Spaß, weil es ein absolutes grottiges Spiel, unglaublich einfach. So, Dominic und Jogan, ne? Dominic haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, Jogan eigentlich. Irgendwann, glaube ich, haben wir mal Jogan gesehen, aber ja. Ich glaube nur einmal oder so. Khinky kann ja nicht revengen, wenn Jogger einen dritten macht. Aber keine Ahnung, warum man deswegen Jogger pickt. Vanessa und Riley, ha? Wenn Riley verstehe ich, ja. Aber Vanessa. Das wäre dann noch gut, ha? Kein Plan. Wusa. Ich würde halt irgendwie die Riley bannen, weil. Dein einziger wirklicher CC ist Sagat Provoke, ne? Mein Jogan Scroll, aber. Riley wird sicher auch Max Resistance haben. Na, schauen wir mal. Keine Ahnung, was ich da. Ja. Und Bella oder Dominic Bann, ha? Jogan Bann und Vanessa Bann, okay. Wie gesagt, komische Draft links und rechts, aber hey, passt eh. Geht hoffentlich so weiter. Ich habe echt keinen Bock, wirklich. Diese ganze Meta-Scheiße ist jetzt alles so langweilig hier. So. Bella first. Was macht Bella? Wahrscheinlich so auf Enerval oder so. Chroma, ach du Sch. Oh mein Gott. Was ist hier? Hat der Chroma keine AP dafür? Auch 100 Resistance oder was? Ja, das Ding ist, der Chroma ist down, ja? Musa macht Wish, Dominic kommt als nächstes dran. Dominic ziemlich gut gegen Khinky und gegen Chroma. Kein schlechter Pick irgendwie, muss ich zugeben. Aber Bella natürlich. Ich glaube, Bella wäre gar nicht mal so schlecht gegen Khinky, auch, wollte ich gerade sagen. Ich meine, Bella muss halt nicht critten und nix halt, ne, um Damage zu machen. Okay, Wusa auch mit dem fetten 10k Mountains Power, ja. So schnell kann man halt destroyed werden. Ich meine, ich habe das, glaube ich, irgendwie schon einmal gesagt, weil ich das da beim ersten Mal gemacht habe, ne. Er hat halt dieses 100 Resistance, ja, und ich meine, ich glaube immer noch, dass er Max Resistance hat, ja. Das Ding ist halt, wenn ich das weiß, ja, dann wissen das andere Leute auch, ja. Und Accuracy hebt halt Resistance auf, ja. Tja, mehr kann man nicht sagen dazu. Ganz ehrlich, oder was tust du da? Oh, Bella und Doom, haben wir sehen wieder. Diesmal pickt er den Dominic. Die Sekhmet ist auch nicht ultra schnell, weil die auf Slot 6 eine Resistance-Rune hat.
keine Ahnung, ob es immer noch so ist. Weil selbst die Sekhmet hat 100 Resistance. Fragt euch, woher ich das weiß, ha? Huh? Sean Bearden hat man mit seinem Account gespielt und alles halt. Alles halt exposed, ne? So, und wir sind Raccoonie und Miles zum Schluss. Und wieder ein Jogan. Und Doomon finde ich auch geil. Bella ist natürlich auch wild. Ja, was würdest du da picken? So ein Taeor würde ich irgendwie feiern, ha? Huh? Leona, die nächste Unit mit Max Resistance. Man soll, glaube ich, Doomon bannen halt, ne? Doomon ist da echt nicht übel. Das ist. Also ne, ich weiß nicht, ob ich sie in Arceus so gut finde. Ich meine sie jetzt sicher. In manchen Matches ist sie sicher mega nice, aber in Siege finde ich sie echt cool. Raccoonie und Sekhmet gebannt, okay. Wird interessant. Miles ist halt gut gegen Chroma. Miles ist gut gegen Kinky. Gegen Leona weiß ich nicht, wie viel Schaden er dann macht halt, ne? Wie viel das Shield irgendwie absorbt. Aber das Ding ist, es ist sicher keine Vampire Leona. So. Er geht sicher wieder auf so eine Chroma oder so. Er kann sicher eine Chroma one-shotten oder so in die Richtung fast schon. Okay, er geht auf Dominic, hä? Huh? Ja, was machst du jetzt halt? Der kann halt nur Dominic scrollen. Okay, vielleicht eh das Beste. So, er wird wahrscheinlich weiter an Dominic arbeiten. Ich glaube, dass die Bella killt haben im zweiten. Okay, nicht ganz. So, Curse of Death, ha? Huh? Auf Leona. Genau, okay, Karma auf. Jupp, da ist ja der Curse. Das Schild absorbt irgendwie? Wusste ich gar nicht. Das Schild absorbt den Damage vom Curse of Death, aber was ist nach 3 Runden? Ist er weg, ne? Okay, keine Ahnung. Hab die Unit nicht, aber. Ich meine, du kannst, glaube ich, nicht gegenheilen, aber Schild, ja, ich glaube, steht irgendwie nichts, dass Schild irgendwie nicht gehen wird. So, was macht er? Ha? Auf Kinky. Dominic ist down. Revenge Defense Break. Okay. Bella ist down. Ich will irgendwie eine Vampire, ich weiß nicht, ich hätte eine Vampire Leona. Ich finde Vampire Leona geiler, ja, weil. Erstens hast du halt wirklich dann Heal halt, ne? Und du kannst halt aus dem Schild rausproppen, was halt echt scheiße ist, aber. Ja, schauen wir mal. So. Chroma wird sicher hier Jogan weiter fokussen. War vielleicht ein Silence of Doomen. Okay. Dings da boomst down. Ja, lohnt sich Karma, nicht wirklich, ne? Wir kamen auf Kinky, Defense Break resisted. Ich würde halt mit Doomen irgendwie eher Damage of a Chroma machen, ne? Weil du halt deine Revenge-Ding jetzt da nicht frisst, aber gut, ich glaube, ist eh schon wurscht, ha? So, Curse of Death. Nein, geht nicht, glaube ich, gell? Mehr als einen Curse geht nicht. Oh, nice, dann. Okay, der Curse ist weg und Leona lebt halt immer noch. Aber das Ding ist. Also, wenn er jetzt mit der Chroma Miles killt, dann attackt er Miles die Leona und die Leona ist down. So, Curse wahrscheinlich auf Kinky. Curse of Death. Mach es. Leona down, Bioproc.
Das hätte ich auch nicht gemacht. Der Damage von Miles war gerade so wasted. Ich meine, der Kinky wäre so oder so irgendwann gestorben. Du hättest, man, ist eh wurscht, aber der Damage, der letzte Turner gerade von Miles auf Kinky war komplett wasted einfach. Aber hätte eh nichts geändert, ja, man. So, 1 zu 1. Doom gebannt, Sekhmet gebannt. Okay, und wir sehen eine Nora. Plus von Nessa und Feuermonkey. Ja, du musst doch mal die Bälle jetzt irgendwie bannen. Weiß nicht, Alter. Ich würde da. Ich würd Bella ist echt OP, was Schaden halt angeht, ne? Könnte aber auch ein. Könnte ein Wusser-Bann werden, ne? Dominik-Bann. Okay. Würde mich interessieren, ob der Feuermann hier von der Resistance ist. Glaube ich jetzt nicht. So, Speed Lead und Defense Lead, ne? Ja. So. Jogan first. Alles auf Will. Quad Strip, okay. Bella mit Attack Buff. Okay, ungefähr Hälfte Damage. Triple Provoke. Ich glaube, Enerville war auch resettet, ne? Ja, kein Plan, Alter. Der wird halt einfach komplett outgepickt einfach. Das. Ich meine, ich will nicht sagen, dass es irgendwie jetzt verliert, aber ich finde irgendwie. Schaut einfach nicht gut aus, ne? Enerville ist halt komplett useless, sag ich mal. Er braucht halt diesen dritten Skill, Defense Break, into einen Kinky zweiten Skill, ja? Mario Proc von Bella. Monkey ist relativ tanky, aber ja, auch schon recht low. Enerville ist, glaube ich, sowieso resettet. Vanessa ist in der Scroll. Monkey down. Ja, ganz ehrlich. Das ist halt. Okay, Enerville resistet zwar. Das wiederum nicht, ja. Kein Vio von Enerville. Da hat irgendwie so ein Vio-Proc. Ich weiß gar nicht, ob er Double Disperse hat. Ich weiß gar nicht, ob die Enerville da reingekommen ist. Okay, eine Chance hat er noch. Wenn der Wus jetzt irgendwie nicht Vio-Proc oder ein Lucky Sleep landet. Oder nicht. Dritter Skill. Quad Defense Break. Quad Slow into Vio-Proc. Aber das Ding ist, ich glaube, na, King geht keinen zweiten Skill jetzt, ne? Gute Damage. Wenn Kinky jetzt einen zweiten Skill ready hätte. Puh. Aber gut, die Bella ist down. Okay, ein Despair Chogan. Despair dann auf Kinky. Fokus den Chogan. Sleep. Okay, kein Sleep oder Crit auf Usa. Resistance, Resistance, habe ich gesehen. Okay, versucht jetzt irgendwie die Animal zum Nuken, ne? Kein Sleep. Vanessa hat auch wieder dritten Skill dann ready nächste Runde. Der Kinky kann halt nicht Vio blocken, ne? Ist halt nicht auf Vio. Better Damage von der Vanessa. Reicht, um den Sagat zu killen. Reicht nicht, aber die Frage ist, ob es egal ist oder nicht. Ja? So, Wusa noch mal irgendwie mit dem Wish. Wish, wish, wish. Jogan könnte irgendwie Vanessa scrollen. Scheiße, man, ist die auch auf 100 Resistance, ha? Die ist sicher auf Crit Damage. Ich glaube nicht, dass die auf 100 Resistance ist, ha? Kein Dispers dann. Sogar down. Irgendwie finde ich nicht, dass er das hätte gewinnen sollen, ganz ehrlich.
Ich fand die Draft irgendwie übelst schlecht. Keine Ahnung, was schiefgegangen ist. Hey, müsste ich mir noch einmal anschauen, ne? Dass da irgendwie mit drei Units halt gewonnen. Okay. Ja, ganz ehrlich, finde ich nicht, dass er das hätte gewinnen sollen, aber naja. So, was haben wir da? Ismo gegen Reach. Neft ist gebannt, Hahn gebannt. Und wir sehen dann Heigen. Das ist angeblich gerade irgendwie so die absolut broken Unit. Eine Veronica. Nah, I can fire you. Fiery und Jamaya gebannt, okay. Das heißt, Ismo kriegt Turn 1. Besseren Bassbeat, besseren Speedlead. Strip die Veronica, huh? Ich glaube, die Segment. Kann man machen. Kann man resisten. Muss man aber nicht. What? Auch resistet, gell? Eigentlich sogar urgut, glaube ich, weil. Keine Ahnung, wenn Zac mit Oliver resettet hätte und gestrippt hätte, wäre das Heging passiv aktiviert worden. Wer weiß, ob Heging dann irgendwie drangekommen wäre vor der Veronica. So, das war, glaube ich, irgendwie ein Quad Cooldown Reset, ha? Kommt wahrscheinlich auch nicht so oft vor, aber hey. Ja, relativ unspektakulär gerade, ne? Wenn man keine Skills oder was ready hat. So, Double Disperse dann vom Striker. Könnte irgendwie Veronica boosten oder Sekhmet. Okay, boostet Sekhmet. Wird wahrscheinlich zweiten Skill machen, okay. Ist nicht übel, weil die Pra gerade eigentlich sowieso resettet ist und halt Healblock überall oben ist, bis auf Oliver. So, Pra Reset Resisted. Reicht der Damage von Veronica? Nein, das wird nicht reichen. Slow Debuff ist auch nicht oben. Ein Crit von Raccoonie. Das wird, glaube ich, auch nicht reichen. Oh, es reicht sogar, okay. Das war aber sehr knapp, ha? So, finish die Yonhong. Das reicht. Ja, es geht nicht anders. Es ist halt vorbei, ne? Wenn es halt langweilig ist. Es ist halt vorbei, das Match, ne? Aber was wäre gewesen, wenn die Yonhong da nicht resistet hätte, ne? Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass die Veronica so viel Resistance halt hat, ne? So, sieht man Veronica Banner? Nö, wir sind Laura und die Yonhong. Neftis. Cammy und Veronica und ein Cigar. Okay. Hat halt keinen Strip mit mehr, ne? Wegen Veronica Bun. Cammy ist nicht übel, aber irgendwie. Naja. Was hätte ein zweiter Strip jetzt irgendwie gebracht, so, wenn er dann irgendwie Neftis oder so gebannt hätte? Naja. So. Muss ich mal Sekhmet first, Ika? Okay. Oliver Reset bekommen. Strips bekommen. Irgendwelche Dispersed dann auf Oliver. Der ist aber eh schon resettet, ne? Okay. Quads dann. Karma auf Neftis. Okay. Viaproc von Cammy out of stun. Viaproc von Neftis out of stun. Aber ja, machst du halt zweiten Skill. Nö, macht er nicht.
Oh, Neftis hat alles resisted. Neftis könnte halt High Resistance haben, weil sie ja Knackercy braucht, ne? Würde Sinn machen. Marsha mit Glancing und Attack Break wird auch nicht viel machen. Tja, der Vibroc bringt auch nicht viel, weil immer noch gedebufft. Counter Strip Stunt, hä? Auch nicht schlecht, okay. Freeze of Tomorrow nach dem Bioproc. Neft ist resettet. Glück für ihn, hä? Bioproc von Marsha wieder out of stun, aber hat keinen zweiten Skill ready. Tut er schon wieder irgendwie so Damage halt aufteilen, ne? Was war das? Okay, Pram im Bioproc, Neft ist down. Ja. Yeah. Wollen wir uns nicht mehr weiter irgendwie anschauen. Nicht einmal irgendwie spannend oder knapp oder. Veronica und Hahn gebannt. Ja, schade, ich würde gerne den Hahn sehen. Jonhung ist auch nicht mehr so wild. Es hat halt alle, die auf Swift halt bauen. Ne? Früher halt jede Runde geweiht quasi. So. Ryu. Als Last Pick. Okay, Ryu gebannt, Hagen gebannt. Linker Typ kriegt Turn 1 und Turn 2. Segment und Yonong werden sicher dabei. Wirklich schon, ne? Scheiß Hagen halt. Auf zweiten auf Marsha. Okay, boostet sogar. Okay, was macht sogar? Na gut. Hat er nicht einmal geprockt gerade, ne? Nicht einmal irgendwas resistet oder einfach nicht geprockt. Ja. Könnte eine Max Resistance Nefzi sein, habe ich gesagt. Würde Sinn machen, ne? Wie macht dieser scheiß Hagen das immer? Quad Glancing hat er zwei Wind Units, weißt? So, Marsha wird irgendwas one-shotten. Wenn es eine gute Marsha gewesen wäre, die zweimal gecrittet hätte, hätte die Marsha was gewone-shottet. Okay, macht ja nichts. Geh auf Oliver. Eigentlich eh schon wurscht, ja? Ich meine, in einem anderen Universum, ja, was wäre gewesen, wenn die Neftis nicht alles resistet hätte? Was wäre, wenn, ha? Und jetzt stell dir vor, das ist das Best of Five, das Finale, und wir sind im letzten, im fünften Match. Und das passiert. Alter. Oh, Guts gegen Obabo. Ha, Obabo schaue ich in letzter Zeit irgendwie recht viel. Ich habe mir heute so ein Video angeschaut, wo er seine Rune gezeigt hat. Das ist schon echt übertrieben. Und ich würde aber gerne wissen, ich hätte so gerne mal Statistiken, ja. Ich würde gerne wissen, wie viele Dragons, Giants, Necro-Runs, Artifact-Runs der gemacht hat, seit er halt spielt. Das wäre so geil zum Wissen. Ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass er irgendwie mehr gefarmt hat als ich, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie doppelt oder dreifach so viel. Ich meine, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, ja. Ich meine, er ist ja jetzt irgendwie so, was seine Crystals angeht, irgendwie, weiß ich nicht, der Free-to-Play oder ich weiß ja nicht, wie er das irgendwie macht. Die haben irgendwie alle keine Crystals halt, ja. Und er hat bessere Swift-Sets als ich, er hat
Seine FN ist auf plus 2,25. Ich meine, okay, das würde ich auch hinkriegen. Aber er hat dann noch ein Ski auf plus 2,27. Ist jetzt nicht so beeindruckend, aber alle seine Units irgendwie auf Vio sind irgendwie alle plus 170, plus 180 Speed irgendwie auf Vio Will. High Efficient, alles halt irgendwie High HP, High Defense und. Keine Ahnung. Und ich fahre da hier mein zweites Handy, dass ich meinen Akku nicht zerstöre, ja. Es kommt einfach nichts. Und wenn da mal irgendwas kommt, dann rollt es einfach nur absolut grottig. Es ist echt zu schlimm. Und wenn es mal nicht grottig rollt, ja, in irgendwelche unnötigen Stats, dann rollt es irgendwie 4 Speed oder so, ja. So. Genug gerollt. Was sehen wir eigentlich? Chongpong gebannt. Wasserstriker gebannt. Hahn gebannt. Öffner gebannt. Der Robo sollte Turn 1 kriegen, ne? Würde es Sinn machen? Okay. Ich schau mal aus. Triple Strip. Okay, wollte schon sagen. Sagara assisted, aber nein. Der Hagen hat eigentlich nicht viel gemacht. Ich meine, Triple Glancing, aber keine Dispair-Stunts. So, was würdest du resetten, ne? Sagar, Pra. Eins von beiden würde ich sagen, weil Shizuka eh als nächstes dran kommt. Okay, Sagar hat den Attack Bar Reduced, resisted, aber who cares? Den Reset kann er nicht resisten. Ein Vioproc vom Genny wäre cool gewesen, ne? Dass er den Robo ventilaten hätte können. Wird er wahrscheinlich jetzt machen, oder? Oder Shizuka? Naja, für noch einmal einen dritten, ne? Wie ein Karnel da gerade. Braucht Immunity. Vioproc könnte den Roboter zweiten Skill geben, ha? Okay, macht's auf Genny. Robot hat Robot zweiten Skill ready oder ist nächste Runde? Ja? Vioproc von Karma. Wasted dritten Skill gerade. Okay, Robot zweiten Skill ready. Ich weiß nicht, was der Robot ist. Despair oder Vio? Ich meine, Despair wird wahrscheinlich mehr Sinn machen. Ein Bio von Jenny, ha? Oder ist auch schon mega, mega nice, wegen halt dritten Skill, ne? Kann halt irgendwas resetten plus Attack Bar Reduce. Carnal Resisted. So, finish der Robo was. Finish. Nicht einmal die Pra, Robo mit dem zweiten Skill. Hat er jetzt zwei Stacks miteinander, ne? Ist halt immer noch scheiße. Okay, ein Life halt weg. Na, nichts gemacht. Keine Defense Breaks, keine Stunts. Karnal mit dem Provoke auf Genny. Hagen hat auch wieder nichts gemacht eigentlich. So, und damit war's das. Weil Damage hat er keinen mehr. Ja, Hagen war irgendwie nicht so der beste Pick. Also er hat zumindest einfach halt nichts gemacht, ja. Das ist so, was ich so bei Hagen, ich finde, es ist eine übertriebenst beschissene Drecksunit, ja, in beiden Hinsichten. Ich finde einfach, er macht nichts, ja. Aber da, wo er was irgendwie macht, macht es halt einfach viel zu gut, ja. So. Effner, Shizuka, Han und Bella bei Babo. Windrobo, Raccoonie, ja. Okay, Fire Ryu macht Sinn. Okay. Wollte ich gerade sagen, bannst du den Wasserstriker? Jo, Wasserstriker, Firestriker gebannt. So, Öffner wieder Turn 1 kriegen. Wieder zweiten Skill machen oder wieder versuchen gleich was zum Stunnen, ne?
Okay, zweiter Skill lohnt eh nicht. Kein Stun am Roar. Das Ding ist halt, Raccoonie kommt halt scheinbar gleich dran. Noch vorm Hahn und alles, ne? Damage reicht nicht. Raccoonie boostet. Okay, Hahn hat zwar den Dings resistet, den Provoke und alles, aber. Pff. Was sehen wir da? Easy 2 zu 0 oder was? Bin echt enttäuscht. Ja. Ja, easy, ja. Ist da noch mehr? Oh, da gibt's noch mehr, hm? Nein? Also wieder nur Highlight-Blödsinn. Okay, Livert. Der da vorhin wie weggelackt, ne? Gegen Puffix, wer auch immer Puffix ist. Chaozu. Chaozu, ja, gell? Chaozu Profilbild. Oh, er pickt seine Annabelle, hä? Ja. Giyu. Ja. Sammy und der Chroma. Koko und Tsuyuki? Auch nicht schlecht. Gurka, ich habe echt das Gefühl, dass die Leute übelst gegen den hier gegen Livert irgendwie vorbereitet sind. Weil Suiki, Coco seine Enerwelt picken. So, was sehen wir irgendwie? Giyu gebannt, Coco gebannt. Schade eigentlich, ist, dass Coco gebannt ist, aber macht natürlich Sinn. Aber Suiki ist auch nicht schlecht gegen Kinki und auch nicht gegen Chromant. Wir wissen ja mittlerweile, der Typ hat schon einiges gecarried. Seit Beginn des Turniers. So. Wer da hat, okay. Das Teil, das strippt. Slowed, glaube ich. Reducing the Attack Bounce und Scheiß. Kann aber auch sein, dass er einfach nichts macht. Okay, macht trotzdem Water Guardian Angel. Okay, Oblivion of Same, hält aber auch nur eine Runde. Alles hält halt nur eine Runde. Derweil. Wäre natürlich geil gewesen, wenn Suiki vor Raccoonie reinkommt. Na, Bumme, das war ja. Puh. Puh, das war ja fast ein One-Shot, ha? Na gut. Zu seiner Verteidigung, er muss ja erst stacken, ne? So, Gurka, ha? Zwei Runden Defense Break, zwei Runden Provoke. Ein guter Anfang. Okay, Double Sleep Drop von einer Welle. Gurka schläft. Alle Units quasi voll, ne? Cooldowns raus, irgendwie trotzdem nichts passiert. Ja, Gurka wird sicher so auf Triple Revenge halt immer noch sein. Er ist halt nicht mehr so overpowered, ne? Er heilt sich halt überhaupt nicht mehr. Das war ja sowieso lächerlich, aber ey. Defense Break landet auf Enderwell. Kein Proc. Und Defense Break auf die Same, ne? Nicht einmal resistet, hat einfach nur nicht geprockt. Das ist ja auch so, was irgendwie total beschissen ist bei dem Spiel, aber ey. Wire Proc von Chroma. Guter Damage auf die Enderwell. Problem ist halt, es wird halt nicht reichen. Es kommt halt bei ihm nichts mehr dran. So, sehen wir wieder zwei Sleep Procs? Nein. Und auch kein Proc von Raccoonie. Gehst du wieder auf Annabelle? Okay. Kein Defense Break halt, ne? Und Despair.
Despair ist dann von Kinky. Auf Suiki, gar nicht irgendwie versucht, irgendwie auf Enerwelt zu gehen. Raikouni resistet. Raikouni wird halt Enerwelt cleansen, ne? Vileplume von Chroma. 18k. Okay, falls irgendwie Suiki das überlebt, wird Raikouni nicht Enerwelt cleansen. Hätte ihn nicht gereicht, ha? Sarakuni boostet sich selbst. Wenn halt Suiki fällt, ist halt GG, ne? Suiki ist halt der Damage-Dealer. Okay, keine Procs von Enerwelt, kein Sleep oder irgendwas. Suiki würde jetzt zweiten Skill machen. Wenn er nicht provoked wäre. Ja, Suiki wird down gehen. Okay, fetter zweiter Skill. Ja, keine Ahnung. Nicht schlecht irgendwie gespielt, so, ne? Hat halt irgendwie so drei Supporter und trotzdem ist halt irgendwie so sein einziger Damage-Dealer halt down gegangen. Und schau's dir an. Dieses Dark-Teil, Raikouni und Annabelle. Alle sind provoked, ja? Und ich bin mir sicher, dass die alle mehr als genug, wobei. Genug kann man nicht sagen, wenn man das sieht, aber halt mehr als genug Resistance haben. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Gurka genug Accuracy haben wird, weil das ist halt das, was Gurka. Gurka muss halt seinen Scheiß landen, ja, sonst macht er halt einfach nichts. Und da sieht man es halt einfach, ja. Resistance ist okay, wenn der Gegner kein Accuracy hat. Aber sobald der Gegner irgendwie halt High Accuracy hat, bringt die Resistance halt gar nichts, ne? Na gut, ja. Sparen wir uns dieses Drama da. Sehen wir irgendwas Interessantes? Julian! Julian, nice. Brauchst aber noch irgendwas, der braucht irgendwas Fettes halt, weil sonst. Glaube ich, Easy Julian Bann. Miles. Ist okay. Okay. Nana gebannt und komisches Cookie da gebannt. Könnte interessant werden, die Leona zum Killen. Ne? So, Miles mit Turn 1. Okay, die Max Resistance Swift Nemesis Segment hat resistet, ha? Huh? Ich glaube schon. Hat den Sagar dafür resettet. Okay, Vanessa strippt und Defense breakt. Julian mit fetten zweiten Skill into Vileproc. Hat aber nur einen gekillt, aber macht er nichts. Quasi die Segment gerade geone-shottet. Den Chroma-Pick finde ich auch nicht so geil. So, was macht Annabelle? Okay. Quad Defense Break und Double Slow. Okay, Leona mit 12k Revenge. Ja, Leona kann schon. Das kann schon interessant noch werden. So, ich würde heilen. Okay, nice. Vileproc. Der Chroma finisht den Sagami im ersten. St okay. Ziemlich greedy, ha? Kein Vileproc von Sagar. Achso, na gut, wegen. Muss erst Vanessa killen, ja, passt schon. Vileproc Stun von Miles of Enerval. Ja, finish die Vanessa. 18k. Erstes Skill von der Chroma, glaube ich, wird reichen, auch wenn der Defense Break weg ist. Vileproc von Enerval out of Stun, hat aber keine Skills ready. Lucky Sleep? Nö. Okay, Damage reicht. Auf Miles gegangen. Glancing oben. Sind wir mal egal. Okay, fetter Damage von Julian auf Leona.
Weilbrock von Miles. Der Defense Break ist halt weg. Okay, der Julian kommt im ersten Skill trotzdem durch Schild durch. Schauen wir mal, wenn er jetzt irgendwie, er muss die Leone jetzt umbürsten, ne? Hat nicht gereicht, ha? Bam. Hat auch nicht gereicht. Aber das Ding ist, also, keine Ahnung, ob er irgendwie mit Vampire irgendwie auf solche Stats irgendwie kommen wird halt, ne? Mit seiner Leone. Ich fand ne, das ist sicher eine Vio-Leone, ne? Ich habe zwar jetzt irgendwie keine Vio-Prox von ihr gesehen, aber das muss ja nichts heißen. Ich finde eine Vampire-Leone trotzdem irgendwie geil, oder? So, wir sehen irgendwie fast das, weiß ich nicht. Wir sehen auf jeden Fall einen Chandra. An den Julian, ja? Was, wenn er den Julian band? Das war ohne Scheiß. Ich meine, okay, das Dark Dings hat auch Oblivion, ne? Aber mit was hat er irgendwie Schaden machen wollen? Wenn irgendwie Julian gebannt hat. Gebannt. Nicht gebannt. Sondern der bannt halt Riley. Macht auch Sinn. Das ist auf jeden Fall kein schlechter Bann. So, Second mit Turn 1. Resette dieses Dark-Dingens da. Okay, hat er bekommen. Zweiter Skill hat nur 2 Runden. Cool dann. Okay, Boosted Chandra. Na, das war ja ein wilder Boost. Das war ja. Ich meine, okay, ne, das. Ey, die Dings hier, die Will-Rune halt gestrippt, ne? Na gut, Stun wurde resisted. Okay, Provoke wurde auch resisted. Der Kinky ist ja nicht auf Fire, glaube ich. Nein, ist auf Despair. Hebt sich zweiten auf. Kein Defense Break leider gelandet. Ne? Das wäre schon mal insane gewesen. Da wäre der Chandra auf jeden Fall down mit dem Vio Proc, ne? Wenn da ein Defense Break gelandet hätte. So, was macht Segment? Auch nicht so viel. Chandra glänzt sich halt selbst. Die Frage ist halt, dritter Skill? Nein. Weil Revenge of Leona, Revenge Kinky, ne? Und Chandra eh schon low. So, er fokust halt weiter. Segment. Macht gar nicht so viel Schaden wie der Vampire, ne? Mit dem ersten macht überhaupt nicht so viel Schaden. Der hat. Was wird der Vampire haben hier? Der wird irgendwie nicht irgendwie absolut high Crit Rate haben, also irgendwas in die 90er oder so, glaube ich. Der wird wahrscheinlich irgendwie so um die 70, 80 Crit Rate irgendwie nur haben, ha? Der crittet immer einen nicht. Aber meistens. So, Chroma könnte das Dark Teil halt finishen, ne? Jupp. Der Chroma ist gar nicht so schlecht. Normalerweise sind. Ja, nice, Chandra, ha? Normalerweise sind Chandra. Er hat schon wieder einen nicht gecrittet. Hat irgendwie nur 50% Crit Rate oder was geht ab, ha? Huh? Der crittet irgendwie echt viel nicht. Defense Break gelandet auf Chandra. Ja. Yeah. Fetter Damage auf Chandra. Fettes 3 zu 0, ne? Ganz ehrlich, ich meine, wenn du dir das Team da anschaust, was da noch übrig ist, was hat er gekillt? Segment wurscht. A Chroma, Kinky, Leona. Und du pickst 4 Supporter, ja? Ich meine, der Chandra hat ja auch. Naja. Bleib zu Hause hier. So, Sapping in 2-2-2-2-2. Wedge hat geprevent. Oh, und Sean, ha? Und Nongi Goki. Und
Da bin ich ja absolut froh, wenn ich ja, dass ich ein Word sehe, ne? Und ein Tessarion, okay. Was würdest du bannen, ha? Speedlead vielleicht? Word, schau, es ist einfach, Word ist einfach broken, sieht man eindeutig. Und der Word bannen muss. Und Tessarion. So, das ist Effner kriegt Turn 1. Oh, Sekhmet kriegt Turn 1. Okay, landet den Reset of Shaun. Was ist Striker next? Ist der auf Swift, ha? Huh? Der kommt vor der Effner dran. Hat aber nichts gemacht. So, FNM Defense Break. Oliver muss resetten. Ongi Goki, glaube ich, interessiert sich nicht für Glancing, gell? Ching Ching. Okay, das war ein fettes Ching Ching, ha? 9K, 11K, 5K, 5K. Okay, halt Defense Break und kein Defense Break, ne? Ich glaube, irgendwie 12K habe ich dann auch noch gesehen. 11,5K, 12K, 6 und 4K. Dafür ist er da, um Damage zu machen. Was anderes kann er ja nicht. Und nicht einmal mehr das hier. Der wurde so fett im Damage genervt. Also der ungenervte Ongi-Cookie hätte, glaube ich, hier gerade alles geone-shottet. Ich meine, nicht unbedingt gekillt, aber die zwei Units mit Defense Break sicher. Aber. So, machst du irgendwie zweiten, warum nicht, ha? Huh? Okay. Warum schon, ha? Huh? Eigentlich gar keine Notwendigkeit irgendwie. Ohne Weihwaffen, ha? Huh? Okay. Jetzt wird mir alles klar. Okay, Juno down. Easy geht. Tut, 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 tut. Tut, 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 tut. Wedget und Effner. Erst, ich kann diese. Das ganze Team rechtzeitig. Bis auf Bella. Ich kann es schon nicht mehr sehen, wirklich. Gott. Und er bannt natürlich genau die eine Unit, die irgendwie cool ist. Und Effner auch gebannt. So, mal schauen, ob der Sagar irgendwie Turn 1 bekommt. Der Wasserstriker, ja, sag ich ja, der ist auf Swift. Okay. Hat halt nicht genug reduced. Aber Sagar hat resisted. Ziemlicher Waste gerade von dem Sean, ha? Huh? Schwachstelle. So, Oliver. Entweder resettet der Sean und Despair Oliver. Oder resettet die Praha, wollte ich sagen. Weiß nicht, ob nicht irgendwie Praha Reset besser gewesen wäre. Wäre Sean der dritten Skill raus, ne? Okay, Vio-Pop von Sean. Word boosted. Wedge hat auch wieder zweiten ready. The fuck war das, ha? Huh? Okay, hat nicht gecrittet, halt, er ist nicht schnell genug, ha? Huh? Was für ein unglaublich langweiliges Match hier. Wirklich. So gefühlt einfach. Ohne Plan irgendwie, ich meine, es ist sicher ein Plan dahinter, ja. Aber so, einmal kommst du dran, einmal komme ich dran, einmal kommst du dran, einmal komme ich dran. Oh, Revenge vom Word, ha? Los, Word, Revenge. Revenge, was das Zeug hält, ha?
All Your Down. Hat er schon dritten Ready? Hat er. Und der Wire blockt und der crittet schon wieder nicht. Was ist denn los mit dem, ha? Der war zu langsam, der Kollege, ha? Okay, da war mal ein fetter 22k-Squall. Na gut, 1 zu 1. Bitte pickt sowas nicht noch einmal. Leimer schauen. Wer dann Feuermonkey? Da wird jetzt sicher irgendeine Wasserunit kommen, die wird sowieso gebannt. Rika. Okay, wird trotzdem gebannt. Und Leimer. Ja gut, das Ding ist halt, er hat überhaupt keinen Strip irgendwie links, außer den Single Target Chester von Vanessa, der resisted wird. Segment First, sicher irgendwie ein Reset auf Sean. Ich sollte irgendwie Coach werden, ha? So, Defense Break hat resisted. Er wird wahrscheinlich auf Sean gehen. Jupp. Ah, der Damage einfach. Juno wird finishen und wenn Juno nicht finisht, werden halt die Dots finishen, ne? War das gerade so wild? Was hat der Oliver gemacht am Monkey gegangen? Ich meine, das Ding ist halt, Sean kommt halt mit 0 Attackbar zurück, weil er den Dodge stirbt, ja? Aber Word kommt halt dran, ne? Du hättest einfach Vanessa resetten können, ha? Ich meine, ich weiß, Sean ist eh resettet. Stun resisted, Second im zweiten, kein Revenge von Word. Sean noch einmal down. Glanzinger Monkey. Ich bitte Stoßkanone, ja. One more time. One more time. Nicht Britney Spears, sondern Bioproc. Okay. Ah, was schaue ich mal da an hier? Das Bella MVP, ja. Jeder, der Bella hat. Ich meine. Gianna. Auch komplett irgendwie wertlos mittlerweile Gianna, ne? Man hatte irgendwie, weiß ich nicht, 20 Season, wo sie overpowered war, aber hey. So, Wedgehot mit Turn 1. Der wenn Juno ist stripped. Wenn Pride stripped. Move für sein ganzes Team, ne? Wegen Hagen. Bombe auf Wedgehot. Quads dann. Zweiten aufheben. Defense Breaks. Damage of Oliver. Das wird sicher reichen, dass die Effner killt. Könnte mich auch irren. Guter Damage von der Gianna. 3,5k oder sowas waren das. So, erstes Skill reicht der Damage. Oh mein Gott. Na gut. Effner finisht jetzt endlich. Turn Cycle doch. Bio Effner. Ja. Zweiter Skill. Könnte auf Juno gehen, ist aber eh schon egal. Ja, aber nicht schlecht, hier war. Gefällt mir das Team. Nicht so geil wie Nicer. Nicer Smicer. Smicer Nicer? Nicer Smicer. Smicer, ja. Absolute, ich bin absoluter Fan. Oh mein Gott. So, habe ich mir gewundert gerade. Hanselot, ha? So ein komischer. Dark Bike, glaube ich, ist das. Ezio Bike, keine Ahnung. Der spielt auch sowas Cooles. Also, ich habe ihn in meinen Favoriten drinnen.
so schon lange nicht mehr geschaut, aber irgendwie so letzte Season irgendwie so. Er spielt das oft, dieses Han, Tamoe und vor allem als Sagar, ne? Ich glaube, er hat eine Yon-Hong auch. Aber ich weiß, ich will irgendwie Tamoe ist so eine, ich weiß nicht. Ich fange mit da nichts an. So, das Ding ist ja Antares, Feuerryu. Das könnte irgendwie ein Hahnbahn werden. Und ich glaube, du bist irgendwie so im Arsch, ha? Wusa gebannt. Na gut, ich meine, er wird halt Turn 1 bekommen, ne? Booster mit der Shear, resette die Veronica und dein Hahn muss irgendwas killen. Feuerryu of Will. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Das wird halt reichen, das Hahn finished. Okay. Das Ding ist halt, ja, der. Gar nicht so übel gerade eigentlich. Normalerweise würde ich sagen, du müsstest eher den Feuerryu halt killen. Antares ist halt Luck, ja. Aber dadurch, dass der Feuerryu auf Will gerade ist, bin ich gar nicht übel. Jetzt nur speziell da, sonst würde ich es eher nicht so, aber wurscht. Okay, zweiter Skill into ersten Skill. 20 Schaden oder was das gerade waren. So, Ashir wird den Antares finishen. Veronica ist eh provoked. Die wird nicht auf Vio sein. Okay, hätte ich irgendwie auch gemacht. Muss halt schauen, dass dein Hahn halt irgendwie. Aber gut, World wird nicht so das Problem sein, ne? Der Ryu einfach. Counter. Okay, Hahn lebt halt immer noch. Attack Break halt oben. Oh, Vioclaw, ha. Das Problem ist halt Attack Break. Ich bin gespannt. Dritten Skill am Ryu. Es muss so sein. Ersten Skill auf Word. Na gut, ist gar nicht übel, ne? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sein. Das war nicht gar nicht schlecht. Wirklich, muss ich wirklich sagen. Hätte ich glaube ich nicht gemacht, dass ich einfach. Weil sein Hahn outspeedet ja, ne? Jetzt bin ich gespannt. Komm, ich will. Ich meine, ich bin zwar Hanzelot-Fanboy, ja. Aber ich will irgendwie sehen, dass er gesolot wird. Er wird uroft vom Feuerryu gesolot. Es ist halt uroft, dass die Leute halt Feuerryu gegen ihn picken. Ah, er landet Defense Break. Oh, Scheiße. Ich gönn's ihm, habe ich jetzt trotzdem gesehen. So, Hahn gebannt, Laura gebannt, Veronica Neftis Feuerryu. Doomen und Lima. Wie schön muss Wunsa. Schau, was ich für eine Combo spielen könnt. Neftis, Veronica. Weil dann würden die Leute trotzdem Wunsa bannen. Buff einfach Mogwai. Scheiß auf Veronica. Buff einfach Mogwai. Und gib mir Neftis. Neftis gebannt, Ashir gebannt. Okay. Das heißt, Wunsa kriegt Turn 1. Wunsa hebt quasi Hegang auf. Das heißt, sein Team wird halt drankommen. Also die Veronica wird für Turn 2 kriegen. Full Strip. Wie schauen wir aus? Was ist das? Das Agar Resisted. Ist eigentlich ziemlich schlecht, ne? Wieder Resisted. Was willst du machen? Veronica. Resetten.
Okay. Wie killst du denn Ryu, ha? Er hat wirklich, er hat seine also wirklich. Ich meine, ich habe jetzt schon lange nicht mehr zugeschaut. Ich glaube, er deletet auch seine Replays da gerade andauernd, ja. Aber bin irgendwie, keine Ahnung, um 3 Uhr in der Nacht im Bett gelegen und habe irgendwie RT-Replays irgendwie von Leuten angeschaut, ja. Und also so sehr wie ich Word hasse, ja. Ich glaube, so sehr hasst Han irgendwie den Feuer-Ryu, weil ohne Spaß, er wird halt uroft gegen gepickt. Normalerweise spielt er irgendwie so Yonhong, also Yonhong, Sagar, Tomoe ist irgendwie so sein Main-Team irgendwie, ja. Und die Leute picken halt uroft halt Feuer-Ryu gegen ihn, ne. Und auch irgendwie, wenn die Leute halt dann irgendwie Feuer-Ryu und was weiß ich, Leo, Word, Antares oder so picken, ne. Der Feuer-Ryu kommt halt irgendwie meistens durch und ja, er hat wirklich schon öfter verloren. Aber hey, Curse of Death ist eine Option, ha? Huh? Scheiße, manches Hagen wird nicht einmal Revenge zum Ryu. So overpowered, diese scheiß Unit. Ich hoffe, dass der zu Tode genervt wird einfach. Dieser Attack-Bar-Dings muss einfach weg. Dieser Attack-Bar-Boost, ja, wenn irgendwas gestrippt wird, das muss weg irgendwie. Drecks-Unit hier. Das Ding ist halt, du kannst dich nicht. Funktioniert. Na. Vampire funktioniert halt nicht gegen Vampire. Also generell Heal funktioniert nicht bei Curse of Death. Schild funktioniert. Das Ding ist halt. Was ist down? Lima ist down. So, Wunsch haben wir dritten Skill machen. So, finishst du den Sagar? Okay, war zwar nicht viel Damage, aber der Dot wird es richten. Karma Veronica. Ja, das Problem ist halt, keine Ahnung. Wunsa ist halt irgendwie gerade der Endboss, so wie es scheint. Ich meine, ich traue ihm zu, dass er irgendwie Veronica killt, dass er Tomoe killt. Der Ryu wird sterben. Mein Wunzer macht jetzt nicht viel Damage oder so, ja. Okay. Bester zweiter Skill von Veronica ever. So, finish die Veronica, oder? Egal. Ist eh wurscht. Es ist sowieso vorbei, ja. Weil der Hagen wird sterben. Der Ryu kommt auch nochmal dran, wird genug Damage machen. Und der Wunzer ist halt voll, ja. 1:1, okay. Ich hoffe, dass wir da 5 Matches sehen, aber schaut irgendwie nicht so aus. So. Laura Kinky. Und dieses Bobo-Dingens da. Könnte ein Hahnbahn werden. Wertbahn ist Schierbahn, okay. Laura vermutlich mit Turn 1 oder vielleicht Veronica. Falls es irgendwie keine Swift Laura ist, okay. Veronica mit Turn 1. Resistance, aber. Die an. Und jetzt ganz ehrlich, Veronica ist so broken einfach. Der dritte Skill ist so broken. Ist so übertrieben einfach. Wenn er halt landet, ja. Die einzige Schwachstelle. Aber Full Strip und 2 Runden Cooldown Increase auf allen. So, er macht dritten Skill Immunity, Speed Buff, Attack Buff. Ist auch so geil eigentlich, ja. Ich habe mich damals urgefreut, wie ich diese Unit gezogen habe und habe sie bis auf ein einziges Mal, oder ich glaube ein zweites Mal habe ich sie sogar geused irgendwann einmal, aber keine Verwendung irgendwie für die. Wo sie echt, man, was willst du denn irgendwie mehr? Speed Buff, Attack Buff und Immunity für 2 Runden.
Und Oblivion. Und irgendwie so ein Mini-Heal am ersten. Ich glaube, oder? Was hast du gerade gemacht? Achso, ersten, ja. Erstes Skill Mini-Heal. So, wenn ein Gelora finishen will, dann muss er es halt mit dem ersten machen. Er macht halt mehr Schaden. War trotzdem nicht genug. Und ja, Stun wie üblich halt resisted. Defense Break gelandet, Vayup geprockt. Ching ching. Oblivion. Ich glaube, hat er zweiten gemacht, keine Ahnung. Hat auf jeden Fall irgendwas resisted. Defense Break auch resisted. Das ist halt so bei Hahn. Ich habe meinen Hahn jetzt so ein bisschen umgebaut. Ich glaube, mein Hahn hat mittlerweile 50. Ich habe 50 Accuracy am dritten Skill. Mehr ist total übertrieben. Mehr ist total unnötig. Komm, du Cookie-Scheiß, ha? Sonst wird er immer von Ryu gesolot, jetzt wird er von Kinki gesolot. Der zweite Skill wird wehtun, ha? Ja, dritter Skill. Ein Lucky Stun wäre halt nice, aber es wird er nicht machen, ha? Oblivion? Okay. Resist oder nicht, ha? Okay. Komm, der Reduce. Okay, ich glaube, der geht down. Ich meine, er hat halt Dings hier. Enduro oben. Stun ihn? Ist eh wurscht. Was mache ich jetzt? Sterben. Nice. 2 zu 1. Okay. Ich will ja nicht spoilern, aber schaut irgendwie nach 3 zu 1 aus, ha? So, was sind wir da? Hahn gebannt, Veronica gebannt und schon wieder den Feuer Ryu. Oder auch nicht. Und Lima gebannt und dieser. Keine Ahnung, was es ist, Alter. Dark Etsy oder was das ist. Was hat er? Fire gebannt, Lima gebannt, Defense Lead, Speed Lead. Okay. Der coole Unit, dieser Dark Typ, aber auch irgendwie ziemlich RNG. Also. Er zweiten Skill gemacht, irgendwie Strip, Silence und diese Scheibe, die da herumfliegt, na, das Passive von ihm. Hier das Teil da auf Höhe zwischen Ashir und Heging, ne? Das Teil stunt halt random. Weil jetzt unlucky, lucky wäre halt, ich weiß nicht, ob das Teil irgendwie auch strippen kann. Ich glaube irgendwie nicht. Heging dreht wie immer durch. Quad Glancing, verdammte scheiß Unit. Zu schade, nein, wie Neftis und sie macht halt nix. Ich finde, die Leute übertreiben es irgendwie mit Laura. Ich weiß nicht, ich bin überhaupt kein Fan irgendwie so von Laura. Damals glaube ich gerade die Szene, die irgendwie Laura, glaube ich, targetet. Und die Scheibe ist auf Neftis gegangen, aber ja, resistet halt, ne? Ja. Coole Unit irgendwie, aber auch nicht so overpowered, weil du halt nicht bestimmen kannst, wo halt der dritte Skill Passive dann halt hingeht und so, ne? Und kann halt auch resisted werden, das ist halt immer so scheiße. Wenn die Dinger wenigstens nicht resisted werden könnten, aber ja, GZ Hanzelot 3 zu 1, ha? Oder? Man müsste halt irgendwie so ein Turn 1 Team mit Laura spielen.
Mit einem Wunzer oder so, ne? So würde ich es wahrscheinlich wieder machen. So, finish die Laura. Schon wieder nichts gestunt, ha? Funktioniert nicht. Das Problem ist einfach auch der Defense Buff. Ich meine, der Speed Buff ist ja nice. Ja, deswegen wäre halt Wounds und Laura, glaube ich, gar nicht so übel. Aber danach musst du halt Follow-up haben. Irgendwie ein Theo, eine Savannah, eine Azima, ein Maximilian, eine Neftis geht auch. Neftis muss aber halt irgendwie ultra schnell sein. Also, Neftis halt irgendwie auf Swift, ne? Für den Fall halt eben, das ist halt das Problem. Für den Fall, dass dein Wunzer gebannt wird, kannst du halt nicht irgendwie mit einer Vi und Neftis dastehen. Die hat irgendwie, weiß ich nicht, was die hatte, 98 Base Speed oder so und dann halt einfach nicht drankommt. Nicht so leicht. Und dann brauchst du noch irgendwie was, was killt. Naja. Deswegen sind so Units, die halt irgendwie Self-Defense Break irgendwie machen, ne? So wie Maximilian, Azima. So stark einfach. Aber hey, was ist da los auf einmal, ne? Sehen wir doch noch irgendwie ein fünftes Match. I don't know. Okay, Schirm im Boost. Pushback auf Neftis. Sagan mit dem dritten Skill, ne? Wieder auf Neftis machen. Revenge the Word. Bioprop von Sagan. Okay. Neftis down. Ja, zwei Feuer-Units gegen eine Shield und Heygang. Und Tomorrow ist halt auch schon recht low. Viel Schaden macht er nicht, der Word. Double Glancing, wie immer. Erstes Skill will ich machen. Jupp. So viel Schaden macht irgendwie Word nicht, ne? Dass man da jetzt irgendwie healen müsste oder so. Tja. Zögert das Unvermeidliche hinaus, ha? Ersten Skill. Einfach ganz gechillt runterspielen. Ersten Skill. Okay. Problem ist halt hier, finde ich auch so komisch, ne? Das ist sicher so ein Triple Revenge Schwert. Die machen halt alle trotzdem irgendwie null Schaden, ne? Dann nicht einmal 2k pro Hit und ich weiß nicht, wie viel Attack irgendwie schon zusätzlich gerade irgendwie ist. Abgesehen davon, dass er da Glancing oben hat und viermal hintereinander gecrittet hat, oder? Stunning. Stell dir vor, du bist gerade in der. Oh mein Gott. Last Hit. Beide Units. Naja. Nice, Hunterlot, ha? 3 zu 1. So, und eines haben wir irgendwie noch. Guts gegen Lufia. Jeder der Bella hat pickt Bella. Mit Hahn und Heging. Bann Heging. Ban Heging, Ban Oliver. Okay, kein Speed Lead. Glaube trotzdem nicht, dass das sehr outspeedet, oder? Müsste schon ziemlich fast sein. Okay, ist also nicht so. Die Frage ist halt, was er irgendwie F mit dem dritten macht. Okay, Hahn stunnen. Ziemlich schnelle Vanessa.
Okay, Segment auch resettet. Könnte auf Word gehen, aber naja, na, will ich nicht machen. Dose-Kanone. Wireproc, aber es wird halt alles useless sein. Nur weiter Damage erfahren. Weil ja, die Pra wird halt heilen, ne? Logisch. 11 Kanonengriff-Dev, ne? So, lässt halt die beiden Units im Schlaf. Fokus irgendwie die Vanessa. Könnte zweitens machen. Und halt irgendwie hoffen, ne, dass er halt irgendwie einen Turn kriegt. Macht aber nicht. So, kommt. Okay, Segment wird sicher zweiten machen. Na, der Hahn ist vor das Segment reingekommen. Vanessa down. Ja, Hahn wird irgendwie auch gleich sterben. Na gut, vielleicht noch nicht. Wenn irgendwie Sagar dritten Skill macht und alles irgendwie provoked. Aber das Ding ist halt Glancing auf Hahn und Bella. Okay, Quad Provoke. Na, Bella, glaube ich, interessiert sich auch nicht so wirklich für Glancing. Könnte halt die Effner finishen. Würde es sicher schaffen. Geht auf die Pra. Ha? Was macht der Hahn? Ha? Glancing ist oben. Okay, dürfte schon mal irgendwie 3 von 4 gecrittet haben. Pra stirbt an den Dots. Wurscht, was ist. Hahn kommt irgendwie dran vor der Effner. Okay. Effen ist halt provoked, ne? Okay, hat versucht, Segment zu stunnen, aber das klappt irgendwie eh nie. Das kannst du irgendwie vergessen. Der zweite stunt irgendwie gefühlt nie bei mir auch nicht. Aber keine 100% Activation Rate und nix. Also der Ur-Fail bei Hahn. Auch der dritte Skill irgendwie. 50% Chance nur, dass der Defense Break überhaupt halt prockt, ja? Und dann kommt halt noch Accuracy Resistance Check. So, zwei Feuer-Units gegen Bella und Sagar. Das Ding ist halt, Bella wird halt sicher finishen. Der Damage vom Word wird halt nicht reichen. Landet, er muss den Provoke landen. Plus Attack Bar Reduce. Gott, das schaut dir das an, das ist so... Das ist so heftig, der Damage, ha? Huh? Burst Cannon. War zwar jetzt nicht der fetteste Burst, aber hey. Scheiß Word. So, wir sehen sicher wieder eine Bella, oder? Ne, da hast du es schon. Rika und ciao, ja. Juno gebannt, Karnel gebannt. Bisschen langweilig, ha? Dann auf die Bella. Jupp. Oliver kann auch nichts machen. Raccoonie könnte Bella boosten. Was machst du? Auf Shizuka gehen? Okay, finish die Effner. Noch mit dem Monkey. Nein? Doch. So. Hey, ging wieder mit dem Quad Glancing. Triple Glancing, ne? Immer noch zu gut, ja. So, Shizuka holt die Effner zurück. Zweiten Skill. Ein Defense Break nur. So, Rika mit Fire Guardian Angel. Disperse dann auf die Bella. Ziemlich viele Dots auch gelandet. Slow Debuff, glaube ich, ist auch überall drauf. Außer auf Oliver. Na, auch auf Oliver. Auf Bella oben, auf Raccoonie oben, am Monkey oben. Ja, Raccoonie müsste mal ordentlich wireprocken. So, Bella gestunt, aber hat wieder rausgeprockt. Wird wahrscheinlich auf, okay, geht auf die Shizuka, nicht viel passiert.
Damage of Rika, zweiter Skill Defense Break Resisted. Er versucht irgendwie die Bälle halt zu killen, aber ich glaube, Raccoonie kommt noch irgendwie vor der Rika dran. War ja von Raccoonie. Was ist los mit den Raccoonies heute, ha? Normalerweise procken die immer. Wireproc von Bella, ha? Könnte finishen. Zweiter Skill, ready. Zweiter Skill ist mega OP. Okay. Dritt. Mit irgendwie Lag. Keine Ahnung, ob das irgendwie reichen würde. Drei Dots da, schon so komisch aus. Irgendwie so eine prozentuale HP-Anzeige wäre auch nicht so schlecht. Okay, Damage vom. Vom Affen gerade noch, das glaube ich wird sicher reichen jetzt, ne? Cool an Increase, Shizuka an den Dots gestorben. Immer noch kein Viral Proc. Ein Stun von Recover, hat keine Skills ready und auch nicht nächste Runde. Ein Sleep wäre halt nice gewesen. Defense Break wieder resisted, aber Monkey kommt dran. Burst Cannon. Naja. Alle Units ziemlich low, aber es ist halt nichts down gegangen, ne? So, Bella gibt Preband diesmal. Wer hätte es gedacht? Han und ein Ongigoki, ja? Könnte ein Segment bann werden, könnte aber auch ein Oliver bann werden. Weil er hat auch kein Speed Lead, aber er bannt halt auch seinen Speed Lead. Das heißt, Segment kriegt halt wieder Turn 1. So die Frage, Reset Sagar, Reset Han, Reset Shizuka, Reset Ongigoki. Oh mein Gott, Han mit Turn 1. Na gut, ich meine, Segment hat halt kein Speed Lead, Han hat halt 30% Speed Lead. Wie schnell kann der Han sein? Ha, keine Ahnung. Landet der Defense Break, Resistance, Resistance, er macht halt... Okay. Klassisches Segment, aber das Ding ist, es bringt ihm alles nichts. Ich glaube nicht, dass der Damage da reichen wird, oder? Und Robo cutted. Und Praha auch. Robo hat eh nicht genug reduced. Er hat zwar den Sagar ges. Okay, puh. Okay, aber ich nicht. Triple Dispers dann. Du wastest trotzdem gerade den dritten Skill vom Robo. Das hätte ich nicht gemacht. Oder? Ja, sehr Frechheit hier. Triple Dispers dann. Ich meine. Na, hätte ich nicht gemacht. Weil Praha muss heilen, ja, keine Frage. Aber Praha kommt eh vor Han dran. Der Damage ist auch nicht so wild. Ich meine, okay, du stunst halt Han. Aber du hättest ihn ja sowieso jetzt vermutlich halt gesleept. Ja, ich meine, sieht man, Sleep ist halt. Naja, ist eh wurscht, ha? Hätte ich nicht gemacht, den dritten Skill gewastet vom Robo, aber. Weil ich glaube, jetzt hat halt nichts, ne? Nice. Shizuka Bio Proc out of stun, ha? Was ist mit dem Hahn los? Hast du gecrittet? Auch nicht viel. Okay, Robot down. Bioproc von Ongigoki. Zweiten Skill ready. Ja, easy 3 zu 0, ha? Huh? Ich weiß nicht, ob der Robo-Play da was groß geändert hätte. Weil der Shizuka Stun. Also hier, Wireproc out of stun waren wir auch mal wieder irgendwas. Resetted Han. Wireproc stunt den Jump. Obwohl er echt hier. Der Anfang war echt. Einen besseren Anfang kannst du fast gar nicht haben. Ein Triple Dispair Stun vom Jumpong, hey. What the fuck, hey. Aber gut. 3 zu 0 für Lufia. Sehr gut. Naja, Day 1 war irgendwie immer noch am spannendsten, aber hey, der war auch nicht so übel. Ja,
bis zum nächsten Mal. Ne? Danke fürs Zuschauen und hoffe, es hat gefallen.